Wer zockt mich ab? Ka-ching! 50 Cent pro Kilowattstunde? 80 Cent pro Kilowattstunde? Welche Ladestationen zocken mich ab? Und was ist ein fairer Preis? Was ist ein fairer Strompreis? Den zu ermitteln ist ganz einfach. Schaut zu Hause nach, wie viel ihr pro Kilowattstunde bezahlt. Ladestationsanbieter schlagen für die Benutzung meist noch einen Aufpreis drauf. Wie dieser berechnet wird, ist jedem Anbieter selbst überlassen. Entweder in Form eines prozentualen Aufschlages oder nach Nutzungsdauer der Ladestation. Bei manchen ist die Gebühr auch im Parkticket eingerechnet. Aktuell variieren die Preise noch extrem, was sich sicher in Zukunft aber einpendeln wird. Umfragen von uns haben ergeben, dass Preisabschläge von über 30, 35 Cent von erfahrenen E-Autofahrern klar als Abzocke gesehen werden. Zwei Praxistipps für euch. Erstens, eine alte Bauernregel besagt, Ladestationen mit zu hohen Gebühren sind freie Ladestationen. Zweitens, es gibt Apps, auf denen ihr Ladestationen und meistens auch gleich die Preise dazu findet. Links dazu sind in der Videobeschreibung. So habt ihr die Kosten immer im Überblick und wisst frühzeitig, wo ihr laden könnt. So, das war's für heute. Liked und kommentiert unten. Bis bald!